NRW-Polizei verstärkt gezielt ihre Präsenz. Das Innenministerium will in NRW für mehr Sicherheit sorgen. Polizisten sollen künftig durch Angestellte von Verwaltungsaufgaben entlastet werden. Insgesamt sind dafür 500 zusätzliche Beamte auf der Straße und in den Kommissariaten geplant. Diese sollen vor allem dort helfen, wo die Kriminalitätsrate höher ist als in anderen Landesteilen. Schwerpunktbehörden sind die Polizeipräsidien Köln, Düsseldorf, Dortmund, Gelsenkirchen, Essen, Duisburg, Aachen und Bochum. Ermöglicht wird die erhöhte Präsenz der NRW-Polizei im Wesentlichen durch zwei Maßnahmen. Erfahrene Beamte können ihre Lebensarbeitszeit künftig freiwillig verlängern. Und 350 neue Angestellte werden die Polizei von Verwaltungsaufgaben entlasten. Zoo eröffnet neues Tigergehege. Im Zoo Duisburg wurde heute die neu gestaltete Tigeranlage eingeweiht. Das Gehege hat nun eine Fläche von 1600 Quadratmetern, ist damit dreimal so groß wie zuvor und verfügt über eine weitere Außenanlage. Wir hatten all die Jahre nur eine Außenanlage, jetzt sind es deren zwei, beide deutlich größer als was wir früher hatten. Das war uns wichtig, weil der Tiger von Natur aus ein Einzelgänger ist und der verträgt sich nicht unbedingt dauerhaft miteinander. Und deshalb war es wichtig, uns hier mit zwei Außenanlagen zu bestücken, sodass wir die Tiere bei Bedarf auch mal getrennt halten können. Die Anlage beheimatet einen männlichen und einen weiblichen sibirischen Tiger, von denen man sich in Zukunft Nachwuchs erhofft. Finanziert wurde die Modernisierung durch eine Investition des Essener Chemiekonzerns Evonik in Höhe von 2 Millionen Euro. Mit den Geldern wurde zusätzlich ein Labor für Kinder und Jugendliche eingerichtet. Industrie im Ruhrgebiet macht weniger Umsatz. Insgesamt 68,2 Milliarden Euro Umsatz haben die Unternehmen der Metropole Ruhr im vergangenen Jahr erwirtschaftet. 4,4 Milliarden weniger als im Jahr 2014. Das geht aus aktuellen Daten des Landesamtes IT NRW hervor. Auch NRW-weit ist der Industrieumsatz gesunken. 2015 fiel er um 1,2% niedriger aus als ein Jahr zuvor. Die nordrhein-westfälischen Industriebetriebe erwirtschafteten im Jahr 2015 einen Umsatz von 333,7 Milliarden Euro. Dürre in Äthiopien. Kindernothilfe weitet Hilfsmaßnahmen aus. Die Kindernothilfe stellt 800.000 Euro zur Verfügung, um hungernde Menschen in Äthiopien zu unterstützen. Nach der andauernden Dürreperiode dauert es noch mindestens 6 Monate, bis die nächste Ernte eingeholt werden kann und sich die dramatische Versorgungslage von Millionen Kindern und ihren Familien verbessert. Die Kindernothilfe ruft daher weiter zu Spenden auf. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen versorgt die Organisation bereits in den am stärksten betroffenen Regionen des ostafrikanischen Landes mehr als 40.000 Menschen mit Nahrungsmitteln und Wasser. Informationen zum Spendenkonto finden Sie im Internet unter www.kindernothilfe.de. IG-Baurecht-Experten helfen beim Zoff mit dem Chef. Bei rechtlichen Problemen rund um den Job war die Rechtsberatung der IG Bau und Agrarumwelt für Beschäftigte aus Duisburg im vergangenen Jahr eine wichtige Adresse. Im Bezirksverband Duisburg-Niederrhein waren die Rechtsexperten der IG Bau in insgesamt rund 3000 Fällen aktiv. Die Einsätze reichten von geprelltem Urlaubsgeld bis zur Verletzung des Kündigungsschutzes, berichtet die Gewerkschaft. Auch zu spät oder gar nicht gezahlte Löhne waren 2015 häufig Thema. Außerdem hatten viele Chefs den Beschäftigten Sonderzahlungen wie das Weihnachtsgeld oder Feiertagszuschläge vorenthalten. Besonders die Gebäudereinigung sei häufig von Streitigkeiten betroffen. Hier setzen viele Arbeitgeber noch immer auf das Turboputzen. Sie muten den Reinigungskräften immer größere Flächen zu, die sie in der gleichen Zeit schaffen müssen. Der Gewerkschafter geht davon aus, dass es auch in diesem Jahr wieder zu vielen Klagen aus der Branche kommt. Denn etliche Reinigungsfirmen versuchten, gestiegene Löhne durch höhere Arbeitsbelastung wieder hereinzuholen. Neue Uniprofessorin untersucht soziale Ungleichheit zwischen den Geschlechtern. Professor Dr. Anne Busch-Heitzmann ist neu an der Uni Duisburg-Essen. Sie erforscht, warum es Frauen auf dem deutschen Arbeitsmarkt immer noch schwerer haben als Männer und wie dadurch die soziale Ungleichheit steigt. Die 36-Jährige ist neue Professorin für Soziologie mit dem Schwerpunkt soziale Ungleichheit und Genderforschung der Universität Duisburg-Essen. Busch-Heitzmann studierte Soziologie an der Freien Universität Berlin. Bereits in ihrer Promotion zeigte sie, weshalb das Geschlecht auf dem deutschen Arbeitsmarkt relevant ist. Ein besonderer Fokus lag dabei auf der Rolle von Berufen für geschlechterbezogene soziale Ungleichheiten. In der UDE-Fakultät für Gesellschaftswissenschaften wird die Soziologin zudem berufliche Situationen erforschen, die belasten und krank machen können.
Vorverkauf der Ruhrtriennale startet am 13. April. Die Ruhrtriennale 2015 bis 2017 geht in ihre zweite Spielzeit. Das Festival der Künste bringt unter der Intendanz von Johann Simons vom 12. August bis zum 24. September Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Installation und Musik auf die Bühnen der Metropole Ruhr. Das Gesamtprogramm des Festivals wird am Mittwoch, den 13. April, im Landschaftspark Duisburg-Nord präsentiert. An diesem Tag startet auch der Vorverkauf. Das Wetter wird Ihnen präsentiert vom Ferien- und Campingpark Visseler See, der Oase am Niederrhein. Heute zeigte sich der Himmel meist wolkig. Bei höchstens 13 Grad war es insgesamt eher kühl. Morgen ziehen dann dicke Regenwolken auf. Den ganzen Tag über gibt es Schauer. Die Temperaturen erreichen höchstens 9 Grad. Auch der Freitag startet zunächst regnerisch. Gegen Mittag kann sich dann aber wieder die Sonne durchsetzen. Es wird richtig schön bei 4 bis 13 Grad. Auch der Samstag bringt uns schönstes Frühlingswetter. Die Sonne scheint den ganzen Tag und die Werte klettern auf bis zu 17 Grad. Autofahrer, nehmen Sie den Fuß vom Gas. Blitzer stehen auch morgen wieder im Stadtgebiet. Und zwar unter anderem auf der Bahnhofstraße in Mittelmeiderich und auf der Mainstraße in der Altstadt. Und Bauarbeiten behindern die freie Fahrt. In Hamborn wird ab morgen im Bereich Duisburger Straße an den Gleisen gearbeitet. Umleitungen sind ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können die Überwege nutzen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Samstag. Und ebenfalls in Hamborn ist der Verkehr auf der August-Thyssen-Straße gestört. Der Bereich zwischen Walter-Rathenau-Straße und Markgrafenstraße wird zur Einbahnstraße. Grund sind Straßenbauarbeiten, die voraussichtlich bis Mitte Juni 2016 dauern. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.